va Muawiya. Muawiya radıyallahu aleyhi va der Sohn von Abi Sufyan. Seine Mutter ist Hind bint Utba. Und Muawiya hat den Islam angenommen. Und er war von den Leuten auch, die Al-Wahi geschrieben haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn gelobt. Und der war der Provinzleiter von Syrien. Und Barakallahu fikum, Muawiya ibn Abbas sagte, Muawiya war ein Mann für Regieren. Der war besser als die anderen in Regieren. Und zu seiner Zeit war der Islamische Reich so groß geworden. Und er war der Erste, der mit einer Flotte für die Muslime angefangen hat. Und Muawiya natürlich, Barakallahu fikum, hatte seine gute Seite. Und er hat natürlich, der war beteiligt an die große Fitne mit Ali ibn Abi Talib. Und es gibt natürlich die Schia, die haben ihn vom Islam ausgeschlossen, die verdammen ihn und so weiter. Aber wir nicht. Wir sagen, Muawiya ist ein Sahabi. Der hat einen Fehler begangen, Ali ibn Abi Talib hat recht gehabt. Aber Allah wird mit ihnen abrechnen am letzten Tag. Aber Muawiya ist definitiv ein Sahabi, der hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen. Und der war zur Zeit von Umar, radhiyallahu alaihi, und der Provinzleiter von Scham. Das ist. Möge Allah, die Sahabe werden nicht einen Heuchler oder einen Kafir als Provinzleiter nennen. Allah al-Musta'an. Das ist Muawiya. Manche Leute, die sagen, der ist kein Moslem, und manche Leute sagen, der wäre der beste Moslem, der ist ein Sahabi. Und wenn wir über Sahabe reden, dann reden wir nicht viel. Natürlich, man kritisiert Muawiya, weil er Yazid, seinen Sohn, als Khalif bestimmt hat nach ihm. Aber Allah wird mit ihm abrechnen am letzten Tag. Nicht wir. Aber wir reden nicht schlecht über ihn und wir sagen radiyallahu anhu, weil er ein Sahabi ist. Wenn es den Leuten gefällt, bitte schön. Wenn es den Leuten nicht gefällt, Allah entscheidet am letzten Tag. Wallahu ta'ala ala. Aber wenn man sagt, Muawiya und Ali, wer hat recht gehabt? Natürlich Ali. Wer ist besser, Muawiya oder Ali? Mit Sicherheit Ali ibn Abi Talib, ohne Zweifel. Aber dass wir ihn vom Islam ausschließen oder verdammen oder so, a'udhu billah, nein.